Ja, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar FX Flat Live Trading mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Schön, dass Sie heute wieder so früh dabei sind. Und bevor wir tatsächlich dann direkt losstarten, Sie kennen das ja, einmal den Risikohinweis bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Auch du, Thorsten. Und dann können wir loslegen. Ja, den muss ich aber erstmal lesen. Kannst du mir das mit den Verlusten nochmal erklären? Guten Morgen in die Runde. So, dann würde ich sagen, übergebe ich dir den Bildschirm. Stellen einfach draußen auf den Tisch. Okay. Mache ich jetzt. Ja, viel Spaß, viel Erfolg. Und wie immer, dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen. Viel Spaß. So, probieren wir es mal. Guten Morgen in die Runde. Schön, dass wir heute nach einer Auszeit von ein paar Tagen mal wieder hier zusammen ein bisschen durch die Charts flattern können. Kurzer Hinweis oder wie soll ich erklären? Wir sind, okay, ich versuche das einfach mal ganz kurz zusammenzufassen für die, die hier etwas neu sind. Wir sind seit circa 4 Wochen auf Reisen. Wir leben oder wir demonstrieren und zeigen das, wovon viele immer reden, das heißt, handeln oder arbeiten, wann man will, wo man will, wie man will oder so viel man will. Okay, das mit dem so viel muss jeder für sich einschätzen. Wir waren im April, Mai in Italien, sind dann nach Hause, haben die Sommerklamotten ausgepackt und haben die Winterklamotten eingepackt und sind zurzeit in Norwegen, ungefähr 150 Kilometer nördlich von Trondheim. Leider hat das eben mit dem Fotografieren nicht ganz so gepasst. Schade, ich habe kein passendes Bild jetzt über die Webcam hingekriegt, sonst hätte ich euch gerne mal den Ausblick auf den Fjord gezeigt. Hier ein wunderschöner Sonnenaufgang und wir haben endlich Sonne. Wir haben uns die letzten 2 Wochen, also gleich nach dem letzten Webinar mit Nelson, also wir haben unser Quartal mit dem Webinar mit Nelson abgeschlossen und starten heute ein neues Quartal und die 14 Tage haben wir genutzt, um etwas Auszeit zu nehmen und uns ein paar Sachen anzugucken, die man sonst nicht zwingend mitkriegt. Wir waren auf ein paar Tage auf einer wunderschönen Safari. Wenn man das Pärchen hier sieht, sieht man auch sofort, wer ist das Weibchen? Genau, kann man ja mal raten. Wir haben uns im Norden von Norwegen auf den Westerholm ein paar Tage Safari gegönnt und haben uns einen Traum erfüllt. Das erste war ein Seeadlerpärchen. Das hier sind Pottwale, die wir beim Abtauchen beobachtet haben. Ein kleiner Blick auf Andenes, unser Pärchen. Hier sind meine Lieblinge, deswegen bin ich da hingefahren. Der sieht so aus. Komm, 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 schnell, 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 schnell. Ist gleich Webinar. Wir wollen noch ein paar Pips holen. Und genau auf diese Pips werden wir uns jetzt gleich konzentrieren und wir werden bis zum Wochenende einen kurzen Reisebericht schreiben, den ihr dann auf unserer Webseite findet, beziehungsweise auf unserer Facebook-Seite und auf der Facebook-Seite von Dirk, beziehungsweise wenn FX Flat da Interesse dran hat, auch auf der Facebook-Seite von FX Flat, dann könnt ihr uns die
nächsten Tage und Wochen dort begleiten. So viel dazu. Auch mal ganz kurz zu dem Thema. Ihr erzählt immer so viel und das, was ihr erzählt, macht ihr das auch. Dazu bitte mal unseren Blog vergleichen. In unserem Blog sind im Moment zwei Setups anhängig. Wer von denen, die uns schon länger kennen, hier ist, weiß die Marken. Welche spielen im Moment für uns eine Rolle? Wir handeln ja zwei Stile. Wir handeln einmal mittelfristige Setups, sowas wie eine SKS oder so wie im DAX handle ich gerne so nach dem Stundenchart oder so. Und unsere Grundlage schaffen wir uns immer über unser Euro Pro. Wir haben im Blog und auf den Facebook-Seiten ein paar Marken veröffentlicht. Welche sind im Moment für uns im DAX ausschlaggebend und welche sind im Euro für uns im Moment zielführend? Falls überhaupt jemand zugehört hat oder überhaupt jemand gelesen hat hier. DAX 12,6. Aus der Erinnerung. Ja. Also, okay. Wer die Marken wissen möchte, kann sie auf der Seite von www.ufbas.de nachvollziehen. Richtig, wir hatten zwei Marken, einmal von unten nach oben, hier im DAX, gucken wir uns das an, von der 12.450 bis an die 12.6. Die Nummer, gucken wir uns das an, hat er hier am 6., also vergangene Woche, hervorragend gemeistert. Am 5. und am 6. nach dem Bruch hier von diesem Hoch, diese Bestätigung, die wollten wir haben, den Bruch von dieser Kante und dann die Bestätigung hat er hervorragend gemeistert. Ziel war die 12,6. Ungefähr 12,6, 12,650 hatten wir angepeilt von da aus. Short. Woher die Short-Marke? Die Long-Marken kam genau daher. Deswegen die Stops etwas höher. Wir haben hier die erste Bewegung und wir haben hier die zweite und die hat er gestern mit einem Spike fast auf den Tick genau hier abgearbeitet. So, jetzt gehen wir von einer Short-Bewegung aus. Und zwar will ich die sogar dieses Mal richtig, richtig tief sehen. So, wir nehmen dafür mal einen anderen Chart, da wo ich die Position nicht drinne habe. So. Wir haben hier diese Bewegung nachvollzogen und diese nach unten. Diesen ganzen Kram, den können wir jetzt schon mal abhaken hier und ein paar Sachen rausschmeißen. Und wir gucken uns mal an, wie wir solche Sachen angehen. Parallel dazu gucken wir uns gleich den Euro an, bevor wir die Analyse hier im DAX schauen wir uns danach dann an. Hier im nackten Daily Chart holen wir uns die Marken. Machen wir aber gleich gemeinsam.
Welche Nummer war im Euro gestern ausschlaggebend für den gestrigen Tag? Was hatten wir gestern angepeilt für den Entry, für die, die noch nicht dabei waren, die Long-Positionen noch nicht gepackt haben? Richtig, wir hatten zwei Marken, die 1,1720 und die 1,1703. Kann man auch auf der Facebook-Seite nachvollziehen. Die 1,1726, 1,1728 ist unser Zielbereich hier unten. Der ist regelrecht überrannt worden. Das gucken wir uns mal ein bisschen größer an. Da, der ist gestern Morgen regelrecht angelaufen und dann überrannt worden. Wenn wir nach Zielbereichen handeln, nach unseren Zielbereichen, wenn der hier gebrochen wird, geht er in der Regel an die Zielbereiche hier unten. Wenn man sagt, okay, man sucht sich hier eine Umkehr, weil das wäre gestern früh die erste Marke gewesen, hier die 1,1726 mit etwas Luft. Das heißt 1,1728, sowas wäre ausschlaggebend gewesen. Wenn man sich diese Zielbereiche sucht für einen Entry und hier einsteigen will, brauchen wir zwingend entweder eine Umkehr. Diese Umkehrkerze hatten wir da. Na komm. Genau den Zielbereich angelaufen, eine Umkehrkerze. Aber Entry kommt erst dann in Frage, wenn wir hier auch eine erfolgreiche Umkehr haben. Das heißt, hier oben hätte man sich über diese Kerze bei der 29:30 einstoppen lassen können und den Stopp dort unten drunter. Wir sind nie wieder da oben gewesen, sondern er ist direkt wieder drunter geschossen, hat diese Umkehrkerze nach unten kaputt gemacht und damit war das Setup nach oben erstmal hinfällig. Rücklauf, diesen Zielbereich bestätigt, nochmal richtig schön runtergeschossen. Auf einen Tick genau zurück, um dann gleich den nächsten in Angriff zu nehmen. Auch hier das gleiche Theater. Wir rennen hier nicht dann blind rein, sondern dafür haben wir ja von Dirk die produzierte Limit Pullback, wenn man hier mit einer Limit arbeitet. Warum hier mit einer Limit Pullback? Warum hier nicht mit einfach nur mit einer Limit, sondern mit einer Limit Pullback arbeiten und warum hat er diesen Zielbereich so weit nach unten noch kaputt gemacht? Warum ist er noch so weit, also 9 oder 10 Punkte nach unten durchgeschossen? Er ist ja immerhin hier runter bis an die 90. Warum ist das passiert? Warum hat er nicht so wie hier schön sauber in diesem Zielbereich gebremst? Ihr müsst schon mal ein bisschen mitarbeiten hier, ne? Ich bin ja auch aufgestanden. Nicht hier noch mit der Schlafmütze und dem Wecker am Gürtel hier noch und den Puschen durch die Küche schlürfen und einen Kaffee suchen. Ich weiß, dass der eine oder andere hier bei uns aus dem Seminar, na, richtig. Tschüss, Werner. So, genau. A gleich C. So, und wenn man das zusammenfasst, dann legt man hier unten eine Limit Pullback hin und packt die dann mit 3 oder 4 Punkten Rücklauf hin. Hier liegen noch Stops, das gucken wir uns gleich an. Und warum ist es oder ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass hier dieser Wendepunkt auch eintritt in diesem Bereich, spätestens nach dieser Formation?
Gut, kann man Korrektur im H1, das gucken wir uns gleich an. Wichtiger ist, dass das hier gestern früh die erste Bewegung nach 9 war. Hier Punkt 9 der Anfang, hier das Doppeltop. Das hier ist die erste Bewegung, das ist die zweite Bewegung und die zweite Bewegung wurde nicht zu Ende gemacht. Die zweite Bewegung, in der Regel soll die zweite Bewegung größer sein, länger sein als die erste. Zielbereich kaputt gemacht. Bewegung A, Bewegung C. Bewegung C wurde mittendrin abgebrochen. Das Zeitfenster dieser Bewegung da war dann vorbei. Da. Hier war das Zeitfenster rum, da. Damit war klar, diese Bewegung ist da zu Ende. Die werden wir nicht mehr komplettieren. Und wir haben da 61,8, kurz gebremst, kurzer Rücklauf, dann die Bewegung nach oben. Den Fibo bauen wir mal um, weil wir den von in der entgegengesetzten Richtung zeichnen. Zack. Diese Aufwärtsbewegung hier wieder bis an die 61,8 korrigiert. Sauber bis an die 61,8. Diesen Cluster von diesen beiden Fibos sauber bestätigt. Sofort der Rückschuss und dann von dieser Abwärtsbewegung die 61,8 abgearbeitet. Das ist von dieser kompletten Abwärtsbewegung. Dann heißt es Ziel 141 und 161,8 und damit war das Ziel ganz klar bei 1,1749 markiert. Hubert, du hast fein aufgepasst. Also, erste Bewegung, zweite Bewegung. Zweite Bewegung, nur mal zum Mitschreiben, zweite Bewegung nicht zu Ende gemacht, zweite Bewegung hier abgebrochen, Zeitfenster vorbei. Dann nehmen wir diese Aufwärtsbewegung, gucken, 61,8 korrigiert und dann aus dieser ganzen Abwärtsbewegung hier, aus dieser kompletten Abwärtsbewegung die 61,8 kaputt gemacht und das auch ziemlich zügig. Ersten Anlauf gebremst, im zweiten Anlauf schön sauber durch und dann ergibt sich aus dieser Abwärtsbewegung das Ziel 141, 161,8 und dort haben wir die beiden Ziele, die er ganz sauber abgearbeitet hat. Wenn man so rangeht und sich diese Marken abwartet, was wir gestern auch geschrieben haben und auch kommuniziert haben, Shorts sind für mich ausgeschlossen. Gucken wir uns gleich an, warum. Shorts sind für mich ausgeschlossen. Ich bin ausschließlich Long unterwegs und suche mir Long-Einstiege. Und diese Long-Einstiege erarbeite ich mir genau so. Erste Bewegung, zweite Bewegung. Erstes Alarmzeichen hier, zweite Bewegung nicht komplettiert und hier schon eine Umkehrformation. Und dann arbeite ich mit Fibo und hole mir dann das nächstmögliche Long Setup. Das gucken wir uns gleich an. Nach Euro Pro und nach Euro Pro kann man sich dann in der Korrektur einen schönen Entry suchen. Wichtig ist, hier ist das erste Ziel. Soweit verständlich oder nachvollziehbar? Fragen dazu? Dann jetzt, bitte. Okay. Ich brauche nicht mehr Charts, ich mache alles in diesen kleinen Zeitebenen. Das ist dann die gesamte Aufwärtsbewegung von gestern. Ich nehme die mal raus. Das ist die gesamte Aufwärtsbewegung von gestern
Und die hat er jetzt fast bis auf den 50er korrigiert. Und hier kann er jetzt noch so ein bisschen rumdümpeln. Wenn ich die Zielbereiche einschalte, sehe ich, wir dürfen heute nach unten genau bis an die 1, 17, 11 oder 12. Wer bitte sich noch einen Long-Einstieg suchen möchte, sollte sich hier in diesem Bereich 1, 17, 11 ungefähr platzieren. Ich komme auf die Aussage von Nelson zurück, das ist keine Handelsempfehlung. Hier sagt keiner, bitte mach dies oder mach jenes oder eier hier mal rein und nagel da mal was drauf. Das ist nicht mein Ansinnen, sondern so gehe ich an die Charts und suche mir so meine Marken. Das hier sind Marken mit hoher Wahrscheinlichkeit, die hier angelaufen werden könnten. Dieser Bereich, da kann man schön eine Limit hinlegen. Wenn die nicht geholt wird, wird sie nicht geholt. Wir sind platziert. Da. Meine Stops liegen da unten. Ich habe meine Position letzte Woche zwischendurch zum Wochenende geschlossen, habe die rausgenommen, weil ich pyramidisiert habe und auch im DAX ziemlich zügig pyramidisiert habe. Und dann kann es passieren, wenn man nicht so einen riesengroßen Konten hat, dass man zwischendurch kurz vorm Wochenende ein Margin-Problem kriegt. Und das muss man dann lösen, indem man zwei Möglichkeiten hat. Entweder man hedgt oder man lässt das hedgen. Ich lasse das hedgen, ich tue es nicht. Dann muss man Position schließen. Deswegen habe ich einen Teil rausgeschmissen und dann wieder reingenommen. Da haben wir die Stunde. Hier haben wir jetzt einen schönen Doppelboden. Da. Und das Ziel aus dieser Doppelbodenbildung ist mittelfristig für mich, zack, dann auf jeden Fall erstmal das Maximum, das hat sich nach dem zweiten Absturz hier ergeben. Das maximale Ziel ist hier oben die 1,22. Ja, könnt ihr mitschreiben. Das ist die 1,22. Das ergibt sich aus dieser Bewegung der Doppelbodenbildung, dass sie die gleiche Nummer nochmal nach oben macht. Und wir haben aus dieser Abwärtsbewegung hier die Ziele 1,1970 und 1,2040. Aber nur aus da 1,2070 wollte ich gerade sagen. Wir hatten vorher die 1,1950, das Ziel 1,1950 haben wir auf 1,1990 erweitert und bis 1,2060, 1,2070 legt euch diesen Fibo bitte sauber an. Diese Abwärtsbewegung ist hier nach oben durch die 61,8 durchgeschossen. Damit ergibt sich dieses Ziel hier oben bei knapp 1,2070. Warum diese Reihenfolge oder woher nehmen wir sowas? Ich habe eben gerade erklärt, wie wir gestern die Marken erarbeitet haben mit der 141, mit der 161. Und die hat er gestern auf den Tick genau geholt. So funktioniert FIBO. Wir haben das in Analyse genau erklärt, wie wir mit FIBO arbeiten. Das ist zum Beispiel, das ist hier so ein klassisches Beispiel, wie ich in der Praxis mit FIBO umgehe. Wir hatten das gleiche Spiel hier vorne schon mal, diese Aufwärtsbewegung hier, da hatten wir die ähnlichen Ziele rausgearbeitet. Danach kam erst der Doppelboden. Unsere ersten Longs, die wir hier schon mal aufgebaut hatten, sind zwischendurch komplett rausgeflogen. Also müssen wir jetzt neu anlaufen. Wir haben hier die 61,8
die ist einmal da angelaufen worden, ja. Wir waren hier im Bereich 1,1720. So, und diese 1,1720, die hat er jetzt endlich kaputt gemacht und damit haben wir jetzt auch Potenzial nach oben. 61,8 und dieses Hoch hier, dieses Zwischenhoch, zernagelt. Jetzt haben wir auch Potenzial nach oben bis 21,60, 21,70. Bitte, bitte haltet solche Nummern durch. Wenn ihr Break-Even abgesichert seid, kann euch nicht allzu viel passieren. Wenn ihr so eine mittelfristigen Position drinne habt, schreibt euch euer Setup auf, schreibt euch euer Regelwerk auf, welche Regeln wollt ihr umsetzen und dann haltet euch an dieses Regelwerk. Schreibt es euch groß an die Wand, nagelt euch das auf DIN A3, eine Flipchart oder sonst irgendwas bei euch ins Büro, auf den Schreibtisch, wo auch immer. Es verleitet sonst viel zu dolle hier zwischendurch schwach zu werden und so eine Position nachher aufzugeben und kaputt zu machen, weil man, sorry, wenn ich das so deutlich sage, aber wenn man nicht die Eier hat, so eine Nummer durchzuziehen. Man arbeitet lange, man zieht sich die ganzen Marken irgendwie rein und dann hält man die ganze Nummer nicht durch. Hier hatten wir uns gerade die Ziele. Das hasse ich wie die Pest. Aber das kann an meiner Internetverbindung liegen. So. Wir hatten uns gerade die Ziele rausgeholt. Wir sollten auf jeden Fall nochmal hier hoch an die 1750. Mit Glück gehen wir hier runter an die 1,1711. Und wenn wir an die 1,1711 gehen, können wir dort aufstocken. Wie gesagt, auch Lutz für dich bis an die 1,19 70 und 1,2070. 1,1950, 1,1970. Das sind 220, 240 Punkte, wenn nicht sogar 340 Punkte. Da brauchen wir nicht so genau zu arbeiten. Wie wird so eine Position geschlossen? Die wird genauso geschlossen, wie sie aufgemacht wird. In diesem Fall, ich gucke mir das ganze Spiel hier an. Wenn er hier oben durchgeht, dann werde ich hier oben auch mit Limit Pullbacks arbeiten, werde an der 1,19, 1,1990, das war vor die 1,1970, hier an der 1,1990 einen Teil, also die Hälfte oder so rausschmeißen, und den Rest werde ich hier oben bei 1,2060, 1,2070 rausschmeißen. Vermute ich, mal gucken, wie sich die Kurse entwickeln. Hier eventuell die Hälfte und hier die andere Hälfte. Wenn da mehr Schwung reinkommen sollte, dann werde ich hier ein Drittel rausschmeißen, hier das zweite Drittel und das dritte Drittel dann, das letzte Drittel eventuell laufen lassen. Dann gehen, wenn ich hier oben an der 1,2070 bin, geht der Stop für das letzte Drittel dann hier unter die 1,1990, also 1,1960 oder so, werde ich den Stop hinlegen. Und da bleibt er dann für den Rest liegen. Also, wo würdest du aufstocken? Oh, jetzt will es ja aber einer wissen. Aber ich glaube, Lutz, du hast das letzte Mal die ersten Positionen auch ganz gut mitgehandelt, oder? Die wir bei Dirk in der Facebook-Gruppe da auseinandergepflückt haben. Ich glaube, da warst du ganz gut unterwegs. Also deinen Kommentaren zu entnehmen. Aufstocken würde ich heute bei der 1.17.11. Wie gesagt, wenn er mir den Rücklauf gibt, wenn er mir den Rücklauf nicht gibt, dann warte ich jetzt den Bruch ab, den er bestätigen muss. Da im Moment zieht er aus oder zieht er diese, will er diese Linie hier kaputt machen. Komm her. Da. Jetzt ist er an dieser Kante.
Wenn er jetzt zum Beispiel diesen Kanal hier nach oben kaputt macht, den durchschießt, in dem Fall würde ich nach Euro pro in 5 Minuten eine Korrektur abwarten. Gucken wir uns gleich an. Das heißt, wir haben jetzt hier die Kanalkante, da ist er jetzt genau dran, 1,1735. Da muss er mit Musik raus, da muss er richtig Gas geben, nach oben durchschießen und dann in 5 Minuten eine Korrektur hinlegen. Zack, da, dieses Hoch hier. Jetzt bremst diese Kanalkante im Stundenchart und dieses Hoch, das bremst im Moment. Da muss er mit Musik durchschießen, da muss jetzt richtig Bums reinkommen. Nach oben, dann Rücklauf, die Kanalkante bestätigen. Bitte beachten, dass die Kanalkante fallend ist oder die Linie fallend ist. Das heißt, er kann immer weiter runtergehen. Vielleicht gibt es sogar noch den Kreuzpunkt hier in der 1,1711, also 1,1711 oder hier nach Euro pro, wenn dieses Hoch hier kaputt gemacht ist, da oben drüber, hier mit Musik durch, dann eine Korrektur und dann den nächsten Schwung. Das wären Marken, die ich zum Aufstocken nutzen würde. Okay. So, gucken wir uns den Jungen hier mal an. So viel hat er noch nicht gemacht, außer heute Nacht. So, und wir haben hier eine schöne Abwärtsbewegung. Wir haben hier das Ziel noch drinne, was er sich geholt hat. Genau am 50er. Umkehrformation und jetzt hoffe ich, dass er diese Bewegung hier sogar nach unten komplettiert und die dupliziert. Wenn er die nach unten dupliziert, ja, wenn er fragen wollt, dann fragt. Die nach unten dupliziert, dann landen wir unter den alten Tiefs und haben genau hier die 11,5 auf dem Deckel. Wir haben noch tiefere Marken aufgerufen. Diese tieferen Marken habe ich mir geholt. Erste Bewegung. Zweite Bewegung, wenn das die zweite Bewegung ist hier, das hier die zweite, dann sollte Punkt A eine dritte folgen. Die dritte folgt aber nur dann, wenn die zweite länger ist als die erste. Und wir haben immer noch die 11,4 auf dem Deckel. Machen wir eigentlich immer einen anderen Chart hier, nicht da, wo meine Position drinnen läuft. So, wir haben hier immer noch andere Marken. Zack. Auf dem Deckel, nämlich hier unten noch die Clusterung. Hier ist das alte Hoch aus 2016. Sommer 2016. Wer sich an die Webinare erinnert, da war ich ebenfalls in Norwegen. Süden von Norwegen haben wir die in den Webinaren genau auseinandergepflückt. Diese alte Kante hier, die sehr lange gehalten hat, ups, falscher Strich, da, die 10,8 hier, die lange, lange gehalten hat, ist damit Musik durchschossen worden, ist nie wieder bestätigt worden. Und bei der 10,6, ich runde ganz bewusst, bei der 10,6 haben wir die 61,8 aus dieser ganzen Bewegung. Und wenn wir uns dieses ganze Spiel jetzt mal auseinanderpflücken, Doppeltop, ist erkennbar, richtig? Dann kann man sogar jetzt schon mal, dazu muss aber auch die Formation und so weiter so bleiben, wie sie jetzt ist. So. Und jetzt kann man diese ganze Geschichte mal in Schritten
von oben nach unten durcharbeiten. Okay, das wäre das Ziel. Und dann dürfte diese Korrektur kommen. 12.150 entspricht dieser Linie. Wir müssen da manchmal etwas großzügiger sein. So, hier hat er diese Tiefs, wenn er diese Bewegung hier jetzt macht, hat er diese Tiefs rausgenommen, diese Tiefs rausgenommen. Hier unten. Diese Volumenspitzen, die wir hier haben, da drunter, da eins, zwei, drei, da drunter haben wir noch Stops liegen. Und die könnten mit dieser Bewegung hier abgearbeitet werden. Heißt aber auch, dass wir hier unten ankommen sollten am 20.07. Das heißt, in 1,5 Wochen, 2 Wochen ungefähr, sollten wir hier unten landen. Das sollte jetzt ziemlich zügig gehen, genauso zügig wie diese Bewegung. Dann eine Korrektur ungefähr in diesem Bereich. Die endet vielleicht, ja, müsst ihr mitschreiben, ne? Da, die endet vielleicht schon da. Bis in diesen Bereich darf er dann korrigieren. Um dann die dritte Bewegung zu machen, hier nach unten, und dann sind wir hier unten bei der dritten Bewegung, bei der glatten 11.000. Wir haben gesagt, wo wollen wir hin? Welche Marke haben wir unten auf dem Deckel? Wo wollen wir im Maximum landen? Ja, die 10.8. Hier unten die 11.6 und danach wollen wir Minimum an die 10.8. Wenn diese zweite Bewegung länger wird als die erste, was ja zu vermuten ist, und diese Bewegung dann dupliziert wird, dann landen wir auch unten an der 10.8. Wenn wir hier schon mal bei der 11.000 sind oder 11.990, sowas in diesem Bereich, dann ist es auch sehr leicht, dann die Limits, die an der 10.8 aus 2016 liegen, noch zu holen. Dieser Bewegungsablauf hier unten, der wird dann sehr schnell laufen. So, das heißt, hier unten müssen wir auf jeden Fall mit einer Reaktion rechnen und mit einer nicht unerheblichen Reaktion, weil wir haben dann hier unten diese Linie, die dann nach oben den Widerstand bildet. Aber bis dahin machen wir noch ein paar Webinare. Vielleicht hat der eine oder andere ja doch noch Bock, uns noch ein bisschen zuzuhören. Weil, wenn wir diese Bewegung hier nach unten machen sollten, so bis in diesen Bereich, da 10, 9, 10, 8 ungefähr, wir können es ja nur schätzen. Dann landet die 61,8 von dieser letzten Abwärtsbewegung, landet bei der 11,6, genau bei diesen Tiefs. So, und wenn wir genau diese Tiefs jetzt mit Musik durchschießen und hier unten von der 10,8 die Nummern holen, die 10,8 ist ein Reaktionspunkt hoch 3. Der hat hier gehalten vom 12.8. bis 5.12. 4 Monate hat diese Marke gehalten nach oben. Das heißt, da marschieren wir nicht in einem Rutsch einfach so mal durch, sondern hier unten Reaktionspunkt und dann dafür wieder zurück bis an die 11.6. Das ist dann das ausschlaggebende Level. Ist es jetzt schon? Ausschlaggebende wird es dann, wenn wir hier unten gewesen sind, ob wir diese Marke dann überhaupt behaupten können. Wenn nicht, dann haben wir die Problematik, dass wir viel tiefer rutschen werden. Bis hierhin alles klar, weil ich will die Inhalte rausschmeißen hier. Bis hierher verständlich? Habt ihr mitgeschrieben?
Okay. Schön die Marken und den Werdegang mitschreiben, ansonsten werdet ihr vieles vergessen. So. Wenn wir dann durch diese Tiefs gehen, gehen wir nochmal einen Schritt mit, komm her hier. Hast du dein Objektefenster noch offen? Ah, danke. Auf dem anderen Schirm, ja. Guck hier, Nelson ist doch noch da. So sieht's aus. So. Dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, noch eine Etage höher zu gehen und diese Bewegung hier zu duplizieren. Kannst du überhaupt zuhören, Nelson, oder sitzt du über Fußballregeln? Mit einem Ohr höre ich zu, ja. Mit dem anderen guckt er die Wiederholung an, ob Mexiko, um sich nochmal dran zu freuen. Aber immerhin habt ihr uns gezeigt, wie man die Mexikaner platt macht Ich wollte und es sich nicht nicht. gesagt haben. Doch, darfst du. So, dann haben wir nämlich hier die Marke unten, die wir die ganze Zeit auf dem Deckel haben, 11.3, 11.4. Die errechnet sich diese Bewegung, diese nach unten duplizieren. Wenn wir das in Zeitfenster packen sollten, würde ich das Zeitfenster bis darunter deklarieren und dann diese Nummer raus. Die Aufzeichnung findet ihr nachher in unserem YouTube-Kanal. So, und dann von da kommend und dann errechnet sich für uns bis Anfang August, Ende Juli, Anfang August hier unten dieses Ziel 11.3 und wir haben hier unten die Kante an der 11.4. Das sind unsere Ziele. Und wir haben gestern hier hervorragend gearbeitet. Da, wir haben hier hervorragend vorgelegt am 50er FIBO. Da von der gesamten Bewegung am 50er FIBO ganz super, eine richtig schöne Umkehrkerze. Ach, Dirk würde jetzt wieder sagen, ach, das ist mir zu einfach. Hat er ja recht. Einfach kann ja jeder. Da, aber wir haben ja auch 50er FIBO nur aus dieser Abwärtsbewegung. Und diese Clusterung hier, die dürfte auf jeden Fall erstmal Widerstand bieten. Das war auch gestern der Grund, warum wir hier eingestiegen sind. Nein, die Stops, die können wir noch nicht nachziehen. Wir haben hier eine Clusterung aus dieser Bewegung. Ups. Weg das Ding da aus. Diese Bewegung und aus dieser Bewegung. Und da haben wir hier fast auf den Tick genau diese Clusterung der beiden FIBO-Level. Deswegen durfte er auch gestern ganz entspannt da hochlaufen und diese Nummer anlaufen. Wir haben gesagt, im Bereich 12,6 suchen wir uns Shorts. Stops liegen noch 12,57 und darüber. Mit etwas Luft und wir müssen da 61,8, 12, 7, 66, deswegen müssen die Stops auch da oben drüber, auf jeden Fall über diese Nummer. Wir haben genau hier oben drüber unsere Stops liegen. Wir haben zwar 150, 160 Punkte Stop. Aber wir haben auch von hier, von der 12,6 kommt bis zur 11,4200 Punkte Luft nach unten. Wenn man so eine Position dann hat und die laufen hat, braucht man sich nicht mehr sehr viele Gedanken machen. Da guckt man dann
nur noch hinterher oder guckt nur noch zu, wie das Ding fällt. Aufstocken, wann ist Aufstocken möglich? Sehr schwierig. Ich würde, wenn ich diese Position aufstocken wollte, ein nachlaufendes Hoch abwarten. Da. Dieses nachlaufende Hoch hier würde ich abwarten. 12.642. Die können wir nochmal nach oben ganz kurz durchschießen. 12.650, 12.660. Umkehrformation hier in diesem Bereich. Hochschießen, Umkehrformation in diesem Bereich in 5 Minuten. Und dann würde ich da aufstocken. Das wäre die erste Nummer. Und die zweite Nummer wäre für mich möglich. Den schmeißen wir mal raus. Ja, die zweite Nummer wäre dann möglich, wenn wir unter die 12.3 fallen, die auf jeden Fall jetzt erstmal angelaufen werden sollte. Die findet ihr auch bei uns im Blog. Die 12.3 hier sollte nach unten angelaufen werden. Wenn die kaputt gemacht wird, auch mit Musik durch Retour 12.3 bestätigt, dann würde ich dort aufstocken. Ansonsten lasse ich alles so laufen, wie es ist. So, unser Euro rennt von dannen. Wir haben jetzt dieses Hoch durchschossen. Je weiter der nach oben geht, desto unwahrscheinlicher wird die 1.1711. Hier ging es ebenfalls vorhin ums Aufstocken. Die Marke haben wir jetzt kaputt gemacht und damit müssen wir jetzt abwarten, wie wir hier die Bestätigung hinkriegen. Von mir aus noch ein bisschen nach oben raus. 1.1750 wäre eine schöne Geschichte, wenn er die jetzt holt. Also Ablauf, bevor ich mich hier verabschiede. Ablauf jetzt noch hoch bis 1.1746, 1.1750 und dann den Rücklauf in den Bereich 1.1740, 1.1735 und hier in diesem Bereich würde ich versuchen, eine Position aufzustocken, wenn der Rücklauf denn kommt. Denn auch der errechnet sich dann aus FIBO. Wir haben gesagt, wo soll er hin? 1.1750 ungefähr dahin. Und dann haben wir hier unten wieder ein 50er Level und den 61.8er Level. Also hier oben durch bis in den Bereich 1.1750, also an dieses Hoch. Dann den Rücklauf hier runter, dann kann man hier in dem Bereich zwischen der 35 und der 32 versuchen aufzustocken. Und wenn nicht, kommt hier unten der Bereich 1.1711 zum Tragen. 1.1711 bis 1.1706, diese beiden Marken kennen wir von gestern. Okay, wenn keine weiteren Fragen dazu sind. Pup. Gucken, Brille aufsetzen, dann kann ich nicht lesen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt meine Marken etwas erklären, etwas näher bringen, wie wir denken, wie wir arbeiten. Guckt jetzt mal auf die Uhr. Mein Tag, der fängt in der Regel morgens um 7 an. Genau so setze ich mich morgens ran und erarbeite mir meine Marken. Dann habe ich die. Ich kann euch nur immer wieder empfehlen, schreibt euch die Marken auf. Ich selber habe sie mir früher immer aufgeschrieben. Jetzt ist es heute ist es so, dass ich die im Kopf habe. Wenn ich sie brauche, kann ich sie hinten raus abrufen. Ne? Froni und Günther. Günther schüttelt dann immer mit dem Kopf. Und dann kann man sich auch mal sowas anschauen. Eine meiner besten Aufnahmen, Schal, falsch. Na komm her. Habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Wollte euch noch was zeigen. Da, wenn man sich sowas einmal live angeguckt hat, das ist ein Bulle, ein
Orca-Bulle, der, sag ich mal, ungefähr 10, 11 Meter neben unserem Boot aus dem Wasser geschossen kam und seine Kälber hier verteidigt hat. Wir hatten ringsrum ums Boot nur diese Viecher. Wenn da jemand Interesse hat, wir geben auch gerne die Adressen mal raus, mit wem wir sowas machen. So eine Safari ist der Hammer. Hier haben wir ein Kalb, ein Orca-Kalb, geschätzte 3 bis 10 Tage alt ungefähr. Man erkennt es an der dunklen Färbung und an dem kleinen Kopf. Dieses kleine Tierchen ist mit seiner ganzen Familie unterwegs. Und hier haben wir noch einen schönen Basstölpel beim Nestbau. Wenn jemand Fragen dazu hat oder Ziele sucht, wer so eine Reise machen will, könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir stellen unsere Kontaktdaten und so gerne zur Verfügung. Okay, das soll es dann für heute gewesen sein. Mein lieber Horst, Stellvertreter nach Update Lizenzschlüssel nicht mehr erkennen. Bitte unseren Ralf anrufen, die 125 am Ende. Dort wirst du jede Menge Hilfe erfahren. Das weißt du, ruf den Ralf an, der kommt per Fernwartung bei dir auf den Rechner und guckt sich das an, wird dir alles auch hinpacken. Ich sag, alles bitte per Mail, nicht hier rein, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wie gesagt, auch zu den Adressen, zu den Wahlsafaris, und ich kann diese Firma, unseren Marten da oben, nur empfehlen, sich das einfach mal anzuschauen. Da kriegt man Gänsehaut. So, wie gesagt, wenn ihr auch Fragen zu den Setups habt, bitte per Mail. Die Kontaktdaten von uns wird der liebe Nelson, wahrscheinlich, wenn er die Fußballklatsche verkraftet hat, wird er wahrscheinlich eine Nachfassmail schicken, wird da hoffentlich auch unsere Kontaktdaten reinschreiben. Fragen und Antwort oder Antwort stehen wir immer für Antwort stehen wir immer zur Verfügung und schickt uns dazu eine Mail an die hallo@volkspro-systeme.de. Aufzeichnung findet ihr wahrscheinlich bei FXLED im YouTube-Kanal und bei uns im YouTube-Kanal gegen Mittag ungefähr. Ich muss das erst noch konvertieren und hochladen. Gegen Mittag ungefähr ist es da. Okay? Wer ein bisschen mehr von uns erfahren möchte und vielleicht dabei sein möchte, wie wir unsere Setups ziehen, heute Nachmittag startet unsere oder setzen unsere Webinarreihe für dieses Quartal fort. Von heute bis 30. September geht das Quartal 3 mit circa 30, 35 Webinaren, kann man bei uns über den Shop buchen. Unter www.volkspro-systeme.de kostet 150 € für 30 und oder 35 Webinare, die ich in diesem Zeitraum ungefähr abhalten werde, um unsere Setups zu erklären. So, wenn keine Fragen sind, würde ich mich jetzt verabschieden, wenn das für Nelson okay ist. Ich weiß, 5 Minuten zu früh. Nein, war ja wirklich sehr viel Inhalt heute. Da darfst du auch mal 5 Minuten Frühschluss machen. Okay, dann machen wir das heute. Also, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr so zahlreich hier gewesen seid. Und ich sage, Happy Pips, euer Scalp-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss und moin, moin. Ja, vielen Dank, Thorsten. Da kann ich mich nur anschließen. Danke, dass Sie anwesend waren. Danke, Thorsten, für den Inhalt heute. Wir hören uns ja bereits schon nächste Woche Donnerstag. Da müssen Sie sich aber bitte extra dafür anmelden. Das ist ein anderer Link. Also, wenn Sie das noch nicht getan haben, 19. wieder ein Webinar mit Thorsten, mit uns zusammen. Ja, ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Position auf. Thorsten hat schon gesagt, Aufzeichnung sollte heute definitiv online kommen. Von daher freue ich mich, auch Sie nächste Woche begrüßen zu dürfen. Und bis dahin alles Gute. Tschüss zusammen.